Mein Name ist Dr. Lars Schumacher. Ich bin Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Als Facharzt habe ich natürlich eine genaue Kenntnis von dem Aufbau des Gesichtes, von der Anatomie des Gesichtes. Und von daher kann ich meine Patienten besonders gut und effektiv beraten, wenn sie zu mir kommen mit dem Wunsch, jünger auszusehen, aber eine Operation noch nicht in Frage kommt. Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten, Falten im Gesicht zu glätten. Einmal durch das Medikament Botox kann ich den Muskel entspannen. Und zum Zweiten kann ich durch eine Hyaluronsäure oder durch ein Hyalurongel die Falte unterfüttern und auffüllen und dadurch eine Glättung erreichen. Der normale Alterungsprozess im Gesicht wird eigentlich am ehesten sichtbar im mittleren und unteren Gesichtsdrittel. Dort kommt es zu einem Volumen- und Konturverlust. Das heißt, unsere Kinnlinie wird wabbelig, der Hals wird faltig und das Volumen im mittleren Gesicht baut sich ab. Wenn wir das Gesicht analysieren, ist das obere Drittel des Gesichtes eher eine Domäne, ein Einsatzgebiet für Botox. Und die unteren zwei Drittel des Gesichtes, dort würde ich eher mit Hyalurongel arbeiten, um dort eben ein möglichst natürliches Ergebnis zu erzielen. Ich würde gerne mal erklären, was man alles mit Faltenunterspritzungen oder Botox-Behandlungen erreichen kann im Gesicht. Im oberen Gesichtsdrittel haben wir einmal die Zornesfalte. Das ist hier, dieser Bereich. Dann haben wir die Stirnfalten, die über die Stirn rüberlaufen. Und wir haben die Krähenfüße, die sogenannten Lachfältchen im Bereich vom seitlichen Auge. Diese Falten lassen sich sehr gut mit Botox behandeln und glätten. Im mittleren Drittel sind die Nasolabialfalten, also die Lachfalten, die sich von dem Nasenwinkel bis zum seitlichen Mundwinkel hinziehen. Diese Nasolabialfalte kann man sehr gut mit Hyalurongel auffüllen. Die Marionettenfalten sind eine typische Alterserscheinung, weil die Haut erschlafft. Sieht man sehr müde und auch sehr traurig oft aus. Und da kann man eben im Bereich der Marionettenfalten ein kleines Dreieck seitlich von dem Mundwinkel nach unten hin unterspritzen. Dadurch heben wir den Mundwinkel an und dadurch sieht man dann auch wieder frischer und strahlender aus. Jeder Patient, der zu mir kommt, soll seinen eigenen Charakter, sein eigenes Aussehen bewahren. Einfach nur frischer aussehen und jünger aussehen.